Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Tagesausblick für den 30.03. Ich dachte mir, ich mache heute mal ein Video nach diesem Tag. Einige wird es interessieren, was denn da passiert ist. Ja, zunächst wie immer der Disclaimer zum Durchlesen. Kurz das Video anhalten, dann kann man das lesen und beginnen wir mal mit dem DAX. Ja. Der hat heute seinen Handel am Turnaround-Dienstag bei 14.820 beendet und somit 403 Punkte über dem Schlusskurs 14.417 vom Montag. Das Tief lag bei 14.553, das Hoch wurde bei 14.925 eingebucht. Pivotpunkte für morgen, für diese Woche und den aktuellen für den Monat seht ihr hier. Ja, der 5-Minuten-Chart. Also, im Tageshoch legte DAX heute rund 500 Punkte zu, mit Schlusskurs 14.820. Sehr genau hier an der MOB-Marke wurden 403 Punkte eingebucht. Ich schrieb in den letzten Tagesausblicken, der DAX braucht eine lange weiße zur Überwindung des Doppeltops oder schwarze Test der 38.2-Erholung. Tageskerze mit einer Ausdehnung von 200 bis 250 Punkten, um uns ein glaubwürdiges Signal zu geben. Ja, dieses Signal gab er uns heute und das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass wir nun das Allzeithoch und höher anlaufen. Solange der DAX aber oberhalb der MOB-Marke 14.816 und der 61er Erholung der Abwärtsstrecke bei 14.819 bleibt, kann er durchaus zum Jahrespivotpunkt 2022 bei 15.161 oder auch zur 76er Erholung 15.381 ansteigen. Die Bullen müssen nun erst unsicher werden, wenn der DAX per Tagesschluss unter 14.631 fällt. Dort liegt die obere Trendlinie einer Wolf Wave, das ist das Ex-Gap heute geschlossen vom 23. Februar und hier begann der Ukraine-Krieg und besonders unterhalb der ISKS-Nackenlinie bei 14.567. Das ist also der wichtige Bereich, den DAX jetzt nicht mehr unterschreiten darf. Der DAX arbeitete nach dem 200-Punkte-Gap ab, denn wir hatten am Vortag bei 14.417 geschlossen, unsere Marken sauber ab. Mit dem ersten Tief des Tages, was wir hier machten, bei 14.553 stützte er sich genau am Inside Week Kauftrigger 14.553 ab. Das war also eine Punktlandung. Die Inside Week, die habe ich glaube ich auch im Ausblick gezeigt. Der zweite Rücksetzer nach dem Anstieg führte an die obere Trendlinie der H4-Wolfe bei 14.631, wo auch das zuvor schon geschlossene Gap vom 23. Februar wartete. Ja, und danach ging es geschmeidig durch die MOB-Marke 14.816, bevor sich der DAX dann hier einmal einen Abschiedskurs oder an einem Abschiedskurs versuchte, nochmal anstieg, dann hier diverse Kerzen auf der Linie machte, drunter fiel und 4 Punkte oberhalb den Handel beendete. Ja, also geschlossen hat er mit 14.820 einen Punkt oberhalb der 61er Erholung 14.819 und das ist lobenswert, aber noch kein fester Stand auf diesen MOB-Marken. Der Mittwoch muss also den Befreiungsschlag erst bestätigen. Bullish bleiben alle Marken oberhalb der 14.819 und dieser lila-blauen Zone. Bärisch wird es unter 14.553 und der roten Zone 14.394 sowie 50% Erholung 14.364. Der 2-Stunden-Chart. Nein, sorry, wir brauchen noch den 1-Stunden-Chart. Der ist hier. Heute aktivierte sich die blaue bullische ISKS-Formation, die ja hier lange Zeit in dieser Seitwärtsrange lief, mit Anlaufen der Nackenlinie 14.567. Zu denen haben wir seit einigen Tagen ein aktives bullisches Descending Broadening Wedge im Chart.
Mit Schlusskurs 14.820 blieb der DAX deutlich über der ISKS-Nackenlinie. Sofern er sich nun über die MOB-Marke 14.816 und die 61er Erholung 14.819 erheben wird, darf er die ISKS- und DBW-Ziele bei 15.740, 16.083 und 16.159 angehen. Zudem wartet vorher bei 15.025 noch der Abtrag der 458 Punkte hohen Seitwärtsrange. Die bullischen Ambitionen des DAX würden sich eintrüben, sobald die Nackenlinie 14.567 unterschritten wird. Bärisch würde es dann unter der im M5 genannten Zone 14.394 bis 14.364. Der 2-Stunden-Chart. Der DAX hat in den durchlaufenden Kursen, also kein Xetra, gestern eine Wolf-O-Wave aktiviert. Da die Keillinien sehr flach aufeinander zulaufen, hat er seinen Apex erst am 28. April bei 14.720. Aus dieser Sicht ist der DAX immer dann relativ ungefährdet, wenn er sich oberhalb der OT, also oberen Trendlinie, 14.608 befindet. Innerhalb des Keils und besonders nach Bruch der unteren Trendlinie bei 14.259 kann die grüne Ziellinie angelaufen werden, die derzeit bei 13.983 verläuft. Der Stundenchart H3. Neben den bullischen Figuren, also ISKS und DBW im Stundenchart H1, den ich eben zeigte, hat sich im H3 heute ein ungleich größeres Descending Broadening Wedge DBW aktiviert. Sauberer Anlauf an die 5 bei 14.945. Die Ziele 17.821 und 18.412 klingen zunächst astronomisch. Wir müssen aber berücksichtigen, dass sämtliche bullischen Figuren nur existieren, weil wir eine laufende und durch News getriebene Erholung sehen. Ob daraus substanzielle News zur Ukraine, den Gaslieferungen oder der Inflation erwachsen, bleibt abzuwarten. Letztlich haben wir aber diese Figuren im Chart und deswegen müssen wir sie auch beachten. Es ist durchaus möglich, dass dieses DBW, wie so oft, an der 5 zunächst zickt und noch einen Rücklauf macht. Es bleibt aber generell bei der Aussage, dass der DAX oberhalb 14.819, der 61.8 Erholung, long ist. Das Descending Broadening Wedge darf sich auch bärisch auflösen. Das ist aber erst dann der Fall, wenn wir unter das Tief der 4 bei 12.438 fallen. Der Stundenchart H4. Ein weiteres Exemplar aus der Gattung Descending Broadening Wedge haben wir auch im H4. Dessen obere Trendlinie beginnt aber am Allzeithoch. Die Ziele selbst unterscheiden sich nur unwesentlich von denen des DBWs aus dem H3. Auch hier gilt als Ausbruchsmarke der MOB-Bereich 14.816, 14.819. Statistisches Ziel wäre hier 17.859 und 18.514. Und nur mal so zum Zeigen, falls die 4, also das Tief, gebrochen würde, dann läge das statistische Ziel bei 10.935 und das 100%-Ziel bei 8.586. Das werden also spannende Tage werden, vermute ich mal. Der Tageschart im DAX, der bullische Ausbruch aus der 444 Punkte hohen roten Range, glückte dem DAX heute. Das erste Ziel zur Oberseite wäre der Range-Abtrag, also diese 444 Punkte, bei 14.997, gut passend zur Psychomarke 15.000. Zur Oberseite entscheidet demnach die MOB-Marke 14.816 und die 61er Erholung 14.819 über den Fortgang. Die rote 50 SMA muss ich mal kurz mit reinnehmen. Wo ist sie? Dort. So. Die fallende rote 50 SMA wurde per Schlusskurs überwunden und sollte aus Bullensicht nun per Tagesschluss halten.
die verläuft bei 14.687. In dieser Zeiteinheit muss der heutige Ausbruch erst hinterfragt werden, wenn DAX unter die 50% Erholung 14.364 fällt. Als Fehlausbruch und bärische Umkehr wären Tiefs unter 14.109 zu werden. Kann sich der DAX über 14.819 halten und weiter ansteigen, ist mit einem Test der 76er Erholung 15.381 und der grünen 200 SMA bei 15.429 zu rechnen. Die werden sich in den kommenden Tagen wahrscheinlich auf einer Ebene treffen. Der Dow Jones im Stundenchart H1. Gestern schrieb ich im Ausblick, in diesen Phasen, so langweilig und nervend sie auch sind, baut sich Druck auf, der sich mit einer passenden News zur Ober- oder Unterseite entlädt. Es ist damit zu rechnen, dass so eine News in dieser Woche ansteht. Tja, Druckentladung gab es heute mit hoffnungsvollen News aus der Ukraine. Wie belastbar die sind, werden wir aber erst in den kommenden Stunden und Tagen erfahren. Der Dow Jones gapte heute und lief über seine 61er Erholung 35.164 direkt aus diesem Keil heraus und war somit im Gleichklang mit dem DAX. Das statistische Ziel des Dreiecks, das statistische Ziel des Dreiecks bei 35.107 wurde abgearbeitet. Für den Dow Jones ist es wichtig, kraftvoll über seine 61er Erholung 35.164 zu steigen, so wie es auch beim DAX der Fall ist. Der Index hat aber einen roten bärischen Wolfekeil im Chart, an dessen oberer Trendlinie sich der Dow Jones heute bereits mit 2-Stunden-Kerzen an einer Bodenbildung versucht. Also wenn es dabei bleibt, müssen wir mal abwarten. Sollten sich die heutigen News als Luftnummer erweisen, dann kann und darf eine Enttäuschung auch zur grünen Ziellinie führen, die aktuell bei 34.448 verläuft. Tja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, oberhalb der 61er hat er Luft und kann das Hoch des Evening Stars abarbeiten und wie der DAX auch zur 76.4 Erholung. Oder wir erfahren, dass das alles heute irgendwie nur heiße Luft war und dann ist eine Enttäuschung durchaus möglich. Ja, wie immer bei den Tagesausblicken habe ich bis auf die letzte Minute jetzt nicht frei geredet, sondern den Tagesausblick abgelesen mit den eingefügten Charts und der wird ja demnächst auch als täglicher Newsletter verfügbar sein, wird dann 15 € im Monat kosten und jeden Abend per Mail zugestellt werden. Anschreiben braucht ihr mich deswegen nicht. Ich werde, sobald ich grünes Licht vom Admin und vom Programmierer bekomme, werde ich das in einem Wochenendausblick vorstellen und dann eben auch sagen, wie man den buchen kann. Gut, ich wünsche euch einen erfolgreichen Mittwoch, alles Gute und bis dann. Tschüss, tschüss.